In mehreren Ländern Europas hat sich die Zahl antisemitischer Übergriffe seit der Nahosteskalation verdreifacht. Eine Gruppe Österreicher soll etwa die Israel-Fahne vom Wiener Stadttempel gerissen haben. Auch von direkten Angriffen auf jüdischen Personen wird berichtet. Jüdische Schüler zum Beispiel, die dann drangsaliert werden, die für den Nahostkonflikt verantwortlich gemacht werden und gemobbt werden mit antisemitischem Hintergrund. Wir haben einiges an Sachbeschädigungen, wie zum Beispiel das Zerschlagen der Scheibe an einer jüdischen Fleischerei und das Wegrennen dieser Person arabisch schreien oder bis hin zur Sachbeschädigung, wo ganz bewusst die israelische und nicht die österreichische Flagge heruntergerissen wurde. Natürlich hat das Symbolwirkung, das schmerzt, das verunsichert natürlich auch nochmal die jüdische Gemeinde als Ganzes. Seit dem Gewaltausbruch in Israel gibt es in Österreich 300% mehr antisemitische Vorfälle als im Vorjahreszeitraum. Einen ähnlichen Anstieg meldete Deutschland mit 240% und Großbritannien mit 320%. Wie andere EU-Länder auch stationiert Österreich vermehrt Sicherheitskräfte vor jüdischen Einrichtungen. Zudem fordert das Innenministerium, Messenger-Dienste wie WhatsApp überwachen zu dürfen, um mögliche Terrorangriffe zu verhindern. Österreichs Polizei habe hier EU-weit die wenigsten Befugnisse. Einen Anstieg antisemitischer Übergriffe hat es auch vor 2 Jahren während der letzten Nahosteskalation gegeben. Eine Tendenz, an die sich die Juden in Österreich und Europa nicht gewöhnen möchten. Johannes Bleschberger, Euronews, Wien.